Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update / Real Talk Video. Zum einen gibt es einen Devotion Nerf. Ich werde euch die Daten gleich ein bisschen näher bringen und euch verraten, ob das was bringt oder nicht. Eher nicht, aber Respawn arbeitet an einem größeren Patch für die Devotion. Sie haben geschrieben, dass sie jetzt erstmal nur ein bisschen was am Schaden und am Rückstoß machen können. Größere Änderungen, die geplant sind, dauern einfach ein bisschen mehr Zeit. Dann habe ich gestern Abend mal ganz spontan zu später Stunde eine Umfrage gestartet. Ihr möget doch mal bitte abstimmen, was ihr von Season 6 haltet. Ich habe euch 5 Möglichkeiten gegeben. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Real Talk auch auf dem Trainingsgelände betreiben, was sämtliche Änderungen betrifft. Map-Änderungen, Schildänderungen, Waffenmeta. Waffenmeta und Schildänderungen sind eigentlich die gravierendsten Sachen, über die wir sprechen müssen. Ich wollte eigentlich das Video schon ein bisschen eher machen, wollte aber selber noch mal ein bisschen streamen und mich ein bisschen in der Season auslassen und meine eigene Meinung auch bilden zu können. Fakt ist, dass nach nicht mal 24 Stunden ganz viele Hardcore-Gamer, Pro-Gamer, Streamer, ganz große Streamer aus Amerika und Co. weltweit sich gegen die Season 6 gestellt haben und gegen die Änderungen so ein bisschen sich stellen, dass das einfach alles zu krass ist. Und da wird die Frage laut, gibt es überhaupt Spieletester? Es kann doch einfach nicht angehen, dass da so ein fetter Patch oder so eine Season rauskommt und dann stellt man nach wenigen Stunden schon fest, alles was da so ziemlich kam, ist absoluter Bullshit. Leute, gebt den Leuten die Möglichkeit, die Season zu testen. Holt euch mal ein paar vernünftige Spieletester. Ich wette, hier würden 99% der Leute, die gerade zuschauen, sagen, hier, kein Problem, ich stelle mich kostenlos sogar zur Verfügung, um die ganze Scheiße zu testen. Und dann kommt dann nach 3 Monaten so eine Season, auf die man sich extrem freut und dann ist eigentlich gefühlt alles Bullshit. Ich blende euch mal ganz kurz die Umfragewerte ein, bevor ich euch gleich den Devotion Patch oder den Devotion Nerf zeige. Wie gesagt, um was es geht, wisst ihr ja selber, die meisten von euch haben wahrscheinlich schon abgestimmt. Nach 14 Stunden haben schon über 1000 Leute abgestimmt und hätte ich bis heute Abend gewartet, wären es wahrscheinlich 2000 gewesen. Mich überrascht es ein wenig, ich hätte mit mehr gerechnet für alles Müll. Auf jeden Fall 28% sagen, Season 6 ist perfekt, so wie es ist. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so viele denken. Alles Müll, 11%, hätte ich viel mehr gerechnet. Waffenmeta und Devotion ist Mist, 30%. Ich sehe mich übrigens zwischen tatsächlich Season 6 ist perfekt, so wie sie ist, und Waffenmeta. Weil ich, so scheiße wie Season 6 sich bis jetzt anfühlt, mir macht es trotzdem Spaß, weil man, ich sag mal, alle paar Runden dann doch irgendwo was Geiles raushaut. Map-Änderungen sind scheiße, 5%, darauf gehe ich gar nicht ein, weil ich muss sagen, 5% ist wirklich absolut aussagekräftig, um zu sagen, die Map-Änderungen fetzen. Ich finde sie selber sehr, sehr geil. Und die Schildänderungen sind absoluter Bullshit. 27% kann ich völlig nachvollziehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier und da mal ein paar Meinungen von euch, auch von den Pro-Streamern und Pro-Gamern, mit einzublenden. Aber es ist so viel Stuff zusammengekommen. Alleine unter meiner Umfrage jetzt schon 76 Kommentare, dass ich einfach rede und es nicht einblende. Das ist einfach viel zu viel. Was mich aber freut, dass so viele an dieser Umfrage teilgenommen haben. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Trainingsgelände. Ach so, bevor ich jetzt anfange zu erzählen, der Devotion Nerf. Der Schaden wurde von 17 auf 16 reduziert. Was das bedeutet im Game? Gleich. Und der Rückstoß wurde erhöht, ein wenig. Ich habe mich jetzt ein bisschen getestet im Trainingsgelände. Ich finde, der Nerf ist absolut sinnlos. Er bringt nämlich nichts, denn wenn wir mal eine Rechnung aufstellen, wenn wir das maximale Schild von 100, ich gehe jetzt mal nicht von 200 Schaden mit dem roten Ebeschild aus, weil die wenigsten haben das auch selbst im Endgame nicht. 175 Schaden mit einem lila Body oder von mir aus auch einem goldenen Body. Wenn ich 17 Schaden, Grundschaden auf die Devotion hatte, habe ich nach 10 Schuss 170 Kugeln gebraucht. Beziehungsweise um den Gegner komplett zu legen, habe ich 11 Kugeln gebraucht. 175 durch 17 sind 10,29 Kugeln. Also logischerweise brauche ich 11 Schuss, um den Gegner zu downen. Jetzt wurde der Schaden von 17 auf 16 reduziert. Heißt, 175 Lebenspunkte durch 16 Schaden sind 10,93 Kugeln. Sprich, wir müssen auf 11 aufrunden, weil ich kann ja nicht 10,93 Schuss rausbringen. Das heißt, ob der Schaden nun 17 oder 16 ist, ich brauche trotzdem 11 Schuss. Also ist der Nerf absoluter Schwachsinn. Auch der Rückstoß ist absoluter Schwachsinn. Er ist fast nicht spürbar. Wie gesagt, natürlich hat Respawn gesagt,
wir müssen an größeren Änderungen, brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit, aber hier ohne Turbolader, die Time to Kill ist einfach ein absoluter Witz. Mein Aim ist absolut schlecht und trotzdem ist der Gegner so schnell platt. Packen wir jetzt mal noch den Turbolader drauf, dann ist das noch witziger. Zack, das ist absolut finster. Ich vergleiche jetzt einfach mal zum Spaß die Time to Kill von der R99 mit der Devotion und ihr werdet feststellen, man kann fast keinen Unterschied feststellen. Der Rückstoß ist natürlich angenehm bei der 99 jetzt, gerade für mich. Aber Alter, wenn alle Kugeln richtig sitzen und der ein oder andere Schuss einfach mal auch auf den Kopf geht, dann ist so ein Patch oder so ein Nerf absoluter Schwachsinn. Also für mich sollte nicht unbedingt der Rückstoß erhöht werden, vielleicht noch ein bisschen. Aber ich finde, der Grundschaden von 17 auf 16 ist zu gering. Ich denke, wenn wir den von 16 nochmal auf 14 oder so reduzieren, dann ist das okay. Und selbst wenn wir den von 17 auf 15 reduziert hätten, die Feuerrate. Im Endeffekt ist bei der Feuerrate eine Kugel nichts. Eine Kugel mehr bräuchtest du im Zweifelsfall von 17 auf 15 und die eine Kugel bei der Feuerrate, die hast du locker drin. Da schreit keine Sau nach dem Schaden, der da reduziert wurde. Was geht's noch? Ach so, ich habe noch gar nicht erwähnt. Die Droprate von der Devotion und dem Turbolader wurde natürlich auch ein wenig reduziert, habe ich völlig vergessen zu erzählen. Dann wurde der goldene Helm, das goldene Backpack und die goldene Rüstung wurde auch reduziert. Was das jetzt mit dem Geschrei rund um die Devotion und der Waffenmeter zu tun hat, weiß ich zwar nicht, weil das ist einfach Schwachsinn. Kommen wir gleich mal abgesehen von den ganzen Waffenspaß, ich gehe noch ein bisschen ins Detail drauf ein. Was soll bitte ehrlich dieser Schwachsinn? Wir wissen ja, wenn wir ein bisschen runtergeschossen sind, hat das goldene Buddy den Effekt. Wir können eine Schildzelle uns reinhauen und wir bekommen aber zwei Balken wieder gutgeschrieben. Das heißt, statt 25, 50 Lebenspunkte. Jetzt hat das aber nur wirklich einen Effekt, wenn das goldene Körperschild komplett runtergeballert ist. Dann gebe ich mir eine Schildzelle, dann habe ich zwei Drittel des Schildes wieder hochgepusht. Und dann ist aber auch Ritze. Diese 25 Lebenspunkte, die muss ich mir dann auch ganz normal wieder reinziehen. Deswegen, was soll der Scheiß? Ich finde die Änderung mit dem Evo-Shield, bin ich ganz ehrlich, ich finde die eigentlich gut. Aber den Scheiß hier, 75 Lebenspunkte, das ist absoluter Schwachsinn. Viele beschweren sich zu Recht über die Time to Kill. Du kannst die Gegner so schnell platt machen. Und das ist ein Punkt, den hat eigentlich Apex extrem ausgemacht, dass man ein paar längere Gunfights hatte, ohne so schnell drauf zu gehen. Viele vergleichen jetzt die Time to Kill so ein bisschen mit Call of Duty Warzone. Da verreckt man wirklich extrem schnell, kann ich bestätigen. Ich habe es nicht viel gespielt, weil man das einfach zu extrem war mit der Time to Kill, zu camperlastig und so weiter. Ich war eigentlich der Vermutung, bevor klar war, was hier für Veränderungen kommen, dachte ich, Evo-Schilder only finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Camper werden bestraft, die sich vielleicht in der Zone verschimmeln. Aber im Endeffekt, wenn du in einer Camperzone bist, wo so ein Crafting-Material-Table steht und du hattest vielleicht am Anfang schon ein bisschen gelootet, dann ist auch das Crafting-System totaler Schwachsinn. Was haltet ihr in den Kommentaren von dem Crafting-System? Es ist doch so einfach ganz am Anfang. Hatten wir im Lootpool schon die Devotion mit dem Turbolader? Ey, ganz ehrlich, was soll dieser Schwachsinn? Da muss wirklich mehr passieren. Ich möchte jetzt mal, falls ich das ein oder andere vergesse, nehmt mir das nicht für übel. Aber ich gehe jetzt einfach mal auch auf die Waffenmeter ein bisschen genauer ein. Denn Skill wird hier ganz, ganz klein geschrieben seit Season 6. Die einzige Waffe oder die einzigen Waffen, die jetzt wirklich noch Skill brauchen und wirklich die Leute belohnt, die ewig die Waffen geübt haben, sind die Wingmen oder im Allgemeinen die Sniperwaffen. Alle anderen Waffen. Hier, dass viele in meinen Livestreams, die regelmäßig einschalten, die wissen, dass ich absolut kein Freund von Burstwaffen bin, auch wenn ich die Hemlock extrem gerne spiele. Wir wissen, dass die Prowler und die Hemlock ein bisschen genervt und zeitgleich aber auch gebufft wurden. Was genau ist denn passiert? Der Rückstoß bei dem Burst wurde reduziert. Und mir war ursprünglich, als ich am Dienstag reingestreamt habe, nicht bewusst, wie extrem das ist. Gestern im Stream habe ich einfach mal so ein bisschen überraschend festgestellt. Was soll die Scheiße? Zieht euch das einfach mal rein.
Das ist ein Witz. Dieser Rückstoß ist ein Witz. Und jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Hinweis. Ich kontrolliere den Rückstoß jetzt mal nicht. Ich lasse jetzt einfach den rechten Analogstick einfach mal in Ruhe und bürste einfach nur drauf. Ich ziehe hier so ein bisschen auf die Eier und hier zieht euch rein. Ich drücke nur und ich kontrolliere nicht. Und jetzt geht er zurück. Guckt euch mal die Streuung an. Ich war noch gar nicht richtig drauf. Ich gehe einfach mal ein bisschen näher, um euch das ein bisschen genauer zu zeigen. Hier, na, ein bisschen nach rechts. Und jetzt haue ich hier einfach nur drauf. Das ist kein Rückstoß. Der Rückstoß kontrolliert sich von selbst. Das ist, als würde ich mit einem Strike Pack spielen. Das ist scheiße. Was hat sich Respawn bitte dabei gedacht? Versteht mich nicht falsch, ich liebe dieses Spiel, aber ich weiß, dass viele meiner Meinung sind. Und dasselbe ist fast bei der Prolo. Okay, wenn ich hier den Rückstoß nicht kontrolliere, die Waffe bricht ein bisschen mehr aus. Aber einfach nur ganz easy, ein bisschen nach unten den Rückstoß ziehen, das ist minimal. Das ist ein Witz. Jeder Depp, entschuldigt nochmal wirklich, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber um einfach mal diese Tatsache ein bisschen zu bekräftigen, jeder Depp kann mit dieser Waffe jetzt umgehen und du wirst, ich sage mal, als Spieler, der wirklich viel Zeit in dieses Spiel investiert, wirst du nicht belohnt, dass du bestimmte Waffen einfach mal beherrschst, weil du ein verdammt guter Spieler bist. Jetzt kann wirklich jeder Noob, wie viele sagen, das Wort kann ich ja überhaupt nicht leiden. Jeder Noob kann damit umgehen, das ist einfach mal Fakt. Ich dachte ursprünglich, es ist ein bisschen einsteigerfreundlich. Aber wenn du als Anfänger jetzt bei Apex Legends reinstartest, dann kriegst du selbst von irgendwelchen Leuten, die lange spielen, aber wirklich eigentlich schlecht sind, in Anführungszeichen, selbst von denen kriegst du dann auf den Sack. Und das kann es wirklich nicht sein. Kommen wir mal zur neuen Waffe. Wollte ich eigentlich einen kleinen Guide zu machen? Ich bin mir aktuell noch nicht so sicher, ob ich das mache. Viele mögen die Waffe auch nicht und da möchte ich gleich auch nochmal einspringen, solange Season 6 nicht gepatcht ist. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, wenn ich jetzt sage, wenn ihr die Waffen hasst, die gerade im Spiel zu krass sind, spielt sie einfach selber, um konkurrenzfähig zu sein. Ich weiß, das klingt dämlich, ich mache es aber genauso. Wenn ich eine Devotion oder eine Bolt sehe, dann nehme ich sie verdammt nochmal mit, einfach um den Spaß an dem Spiel nicht komplett zu verlieren. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich gehöre so ein bisschen zu den 30%, die sagen, dass die Waffenmeta nur scheiße ist und ein bisschen zu dem Punkt, dass die Season perfekt ist, wie sie ist. Wie gesagt, ich finde die Map-Änderung absolut geil, auch wenn ich kein Freund von so extremen XXL-Veränderungen bin. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Kings Canyon immer noch in Season 5 total vergewaltigt wurde und ich die Änderung absolut hasse. Wirklich hasse, ich spiele zurzeit nicht gerne auf Kings Canyon. Aber ich muss sagen, auch das hört vielleicht nicht jeder gerne, wenn man seinen Spielstil vielleicht von aggressiv auf ein wenig defensiver stellt, ist es vielleicht nicht alles so wild. Ich meine, ich stelle das jetzt sehr, sehr dramatisch dar, aber einfach auch aus dem Grund, es muss sich eine Menge ändern, das ist einfach mal Fakt. Die Volt SMG, sie ist extrem einfach zu handeln. Viele haben gesagt, es könnte ein würdiger Ersatz für die 99 sein, aber die Volt ist einfach zu einfach zu handeln. Der Rückstoß ist so easy. Das Einzige, was ein bisschen schwerer in Anführungszeichen zu kontrollieren ist, ist der Rückstoß, wenn sie nach links oder rechts ein bisschen ausbricht. Overpowered würde ich trotzdem nicht sagen, denn selbst mit einem lila Magazin musst du alle Kugeln treffen, gefühlt, um zwei Gegner ohne Nachladen platt zu machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht immer das beste Aim, aber ihr seht, jede Kugel war jetzt nicht drauf und auch nicht perfekt. Und spätestens beim zweiten Gegner muss ich nachladen. Es ist natürlich auch möglich, wenn du alles triffst, zwei Gegner platt zu machen, ohne nachzuladen. Aber ganz ehrlich, ein Gegner steht nun mal nicht einfach mal so sinnlos nur da und macht nichts. Aber im Einzelnen finde ich, die Volt SMG sollte auch ein wenig genervt werden. Vielleicht ein leicht erhöhter Rückstoß, noch ein bisschen vertikal nach oben, würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass der Prolo-Rückstoß im Burst-Modus wieder angepasst wird. Das ist zu einfach. Ich hatte erwähnt, dass ich kein Freund von Burst-Waffen bin, aber das hier, das sagt wirklich alles. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Was gibt es eigentlich noch zu sagen? Die Time to Kill ist klar. Respawn hat bekräftigt, es sind größere Veränderungen im Anmarsch. Geben wir Respawn einfach noch eine Chance. Aber ich betone nochmal, es kann nicht sein, und das finde ich eine peinliche Nummer, wenn ich Homeoffice hin oder her eine Season raushaue das ist das Ergebnis, dann frage ich mich, warum testet Respawn ihr eigenes Produkt nicht? Es kann mir kein Spieleentwickler der Welt erzählen, dass sie keine Außenstehenden
Spieletester haben, die den Leuten ehrlich die Meinung ins Gesicht sagen, Leute, bringt ihr das raus, schaufelt ihr Apex Legends ein Grab. Viele haben schon gesagt, ich bin jetzt weg, ich spiele jetzt erstmal Hyperscape, ich spiele Warzone, ich spiele dies und das, aber ich rühre dieses Spiel erstmal nicht an. Irgendein Pro-Gamer aus irgendeinem Riesenclan, der sehr bekannt ist, der schrieb, alle Streamer der Welt sollten sich jetzt verbünden und einfach mal 3 Tage eine Apex-Stream-Pause hinlegen, um Respawn zu sagen, ey, das, was ihr hier gemacht habt, das könnt ihr nicht bringen. Wir sind eine Community, wir sind stärker als ihr. Lasst uns das jetzt mal so ein bisschen, ja, wie so einen kleinen Streik sehen, damit die sehen, hier muss unbedingt was passieren. Ich kann das verstehen. Deswegen jetzt Apex nicht spielen, finde ich Käse. Aber was oder auf Twitter alles an Kommentaren, auch eure Kommentare, ich habe sie mir alle durchgelesen, aber wie gesagt, ich wollte die meisten einwenden, aber es ist einfach zu viel und ich würde ja wahrscheinlich Stunden sitzen, um jeden einzelnen Kommentar hier einzublenden. Ich wurde auf jeden Fall sehr, sehr stark bekräftigt, aber nichtsdestotrotz, wenn der Patch jetzt ein bisschen länger dauert, ist es für mich kein Grund, das Spiel weiterhin nicht zu spielen, wie viele vielleicht denken. Ich spiele es nach wie vor trotzdem sehr, sehr gerne. Das soweit zu meiner Meinung. Ich möchte nochmal bekräftigen, ich bin überzeugt, dass Respawn die ganze Geschichte definitiv in den Griff kriegen wird. Ich hoffe, früher als später. Ich weiß, dass sich viele schon von Apex abgewendet haben. Das wird nicht der richtige Schritt sein, gehe ich zumindest davon aus. Ich wollte der Sache einfach mal ein bisschen auf den Grund gehen. Schaufelt sich Respawn ihr eigenes Grab für ein mega, mega geiles Spiel. Ich bin der Überzeugung, dass das nicht der Fall sein wird, aber ich möchte auch nochmal betonen, es ist alles geradezu krass und ich möchte auch nochmal betonen, dass das nicht nur allein meine Meinung ist. Ich wollte so ein bisschen die Meinung, die allgemeine große Meinung nochmal bekräftigen, auch wenn alles, was ich erzählt habe, tatsächlich auch zu dem gehört, was ich widerspiegle für die neue Season. Ich spiele sie trotzdem sehr, sehr gerne und selbst wenn der Patch 2 Wochen oder 3 Wochen dauert, ich werde es weiter zocken, weil es hier und da trotzdem noch gute Runden gibt, die einfach mega Bock machen. Ich würde mich natürlich in den Kommentaren wie immer freuen, wenn ich von euch noch ein bisschen was lese, auch wenn ich unter der Abstimmung eine Menge Stuff gelesen habe, bevor ich den Shoutout überhaupt gemacht habe. Ist seit jedem einzelnen Video, was ich nach dem Release von Season 6 rausgehauen habe, immer extrem viel Kritik in den Kommentaren gewesen, was ich natürlich völlig nachvollziehen kann. Ich bin gespannt, was ihr noch so zu erzählen habt. Habe ich vielleicht irgendwas in dem Video Real Talk mäßig nicht erwähnt, was ich vergessen habe, könnt ihr das natürlich auch gerne vervollständigen. Sicherlich habe ich das ein oder andere nicht erwähnt, aber ich fand die wichtigsten Sachen wie Time to Kill, Devotion, Waffenmeter, die Schildmeter, da muss was passieren. Ich hoffe, dass die Schilde vielleicht wieder einfach komplett zurück. Die ganze Geschichte auf Null setzen, die ganzen Standard-Schilde wieder zurück und einfach als kleines Gimmick das Ego-Shield wieder mit reinmachen. Und ich glaube, mit diesem Schritt wäre in Apex Legends schon eine Menge getan, damit das vielleicht alles nicht mehr ganz so dramatisch ist. Wie gesagt, Respawn arbeitet an einem größeren Patch, nicht nur für die Devotion, das müssen wir ganz klar sagen. Ich denke, die haben auch begriffen, dass alle anderen Waffen, die angegangen wurden, einfach zu krass gepatcht wurden und einfach zu einsteigerfreundlich sind. So, das jetzt von meinem kleinen Patch-Update und Real-Talk-Video. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns allerspätestens am Sonntag in meinem Livestream zwischen 11 und 12 Uhr vormittags. Geht's los. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.